Bonjour Bettina. Salut Holger, ça va? Oui, très bien, et toi? Bien. Bonjour Mesdames et Messieurs, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wollen Ihnen gerne jetzt das 10. Festival Primeur, was nächste Woche bei uns in der Feuerbach und im Karo in Vorbach stattfindet, etwas näher vorstellen. So ist es. Ja. 10 Jahre lang schon werden Autoren aus der gesamten Frankophonie vorgestellt. Das ist enorm. Ja. Vor allen Dingen enorm dabei ist, dass wir seit 10 Jahren immer mit denselben Partnern in Kooperation dieses Festival durchführen. Das ist der Saarländische Rundfunk mit Annette Kürmeier. Dann ist es das Institut Français mit Professorin Valérie Desolières an der Spitze. Und es ist das CARO, la Scène Nationale de Forbach et Les Mousselons, mit Fabien Laurent als Direktorin aktuell. So ist es. Frédéric Simon, damals noch als Gründer, war einer der Mitbegründer des Festivals. Ganz genau. Ja. In den Anfangsjahren war es Frédéric. Was, glaube ich, auch für dieses Festival spricht, ist, dass wir immer wieder Neuerungen auch durchgeführt haben. In diesem Jahr ist bemerkenswert, dass wir einen Schwerpunkt sozusagen einem Autor widmen, einem der populärsten Autoren aus Frankreich, Fabrice Mercure, den wir von Seiten des Staatstheaters, aber auch des Karos schon mal mit Einzelstücken im Programm hatten, Jury und als ich Schal war. Aber dieses Jahr wird es sozusagen einen Schwerpunkt geben in der Auseinandersetzung mit Stücken von Fabrice Mercure, flankiert von einem Symposium, was Valérie Desolières im Institut durchführt. Ganz genau. Dann haben wir am Freitag einen expliziten Jugendtag. Das sind zwei Stücke, die ab 14 sehr gut zu verstehen sind, aber auch einem Erwachsenenpublikum durchaus ja, die eine oder andere Perspektive ermöglichen. Das ist zum einen das Gesetz der Schwerkraft, zum anderen Dschihad. Und das ist ein Stück, was wir Ihnen gerne kurz vorstellen möchten. Ja, Dschihad hat enormes Aufsehen erregt. Der Titel legt es natürlich auch schon ein bisschen nahe aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung in auch Mitteleuropa. Es ist von einem belgischen Autor geschrieben, Ismaël Saïdi. Und es beschreibt eben drei Jungs, die eigentlich in Belgien sozialisiert wurden, die dort groß geworden sind, die aber jetzt beschlossen haben, quasi in diesen sogenannten Heiligen Krieg zu ziehen, haben sich einfangen lassen von der Propaganda des IS. Und sie ziehen also los. Das sind ganz naive junge Kerle, fast so Kerle wie du und ich, habe ich beinahe gesagt, oder wie die Youngsters heute eben so drauf sind. Und umso erschreckender ist dann eben das, was sie in der tatsächlichen Wirklichkeit erleben werden. Das Stück ist inzwischen vor über 60.000, 70.000 Schülerinnen und Schülern in Belgien als auch in Nordfrankreich gelaufen. Und wir haben es extra für dieses Festival übersetzen lassen. Das klingt jetzt alles auch wie ernst. Saïdi hat es aber tatsächlich geschafft, einen ganz anderen Ton zu treffen, oder? Wie würdest du den beschreiben? Ja, es ist ein Stück voller Witz, Humor. Die Figuren haben fast so slapstickartige Anmutungen. Das ist ein bisschen Stan und Ollie. Er steckt auch drin. Das ist sehr mutig, wie ich finde. Er scheut auch nicht die Klischees oder die vermeintlichen Klischees, muss man dazu sagen. Und es ist wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, brennendes Zeitstück. Und sehr, sehr gut für Jugendliche ab 14 plus geeignet. Was wir vielleicht auch noch sagen können, Bettina, ist, dass wir eigentlich alle Produktionen in deutscher Sprache vorstellen. Das ist manchen Leuten immer noch nicht so richtig klar geworden. Ein Festival, frankophoner Dramatik, aber die Stücke werden in Deutsch gespielt oder deutsch übertitelt, im Falle der Produktion des Karos. Und die Autoren kommen aus vielen unterschiedlichen Ländern des frankophonen Sprachraums. Ja. Kannst du noch was dazu sagen? Ich kann das gerade mal aus unserem Vorwort zitieren. Das ist nämlich, auch das ist wirklich außergewöhnlich. Frankreich ist natürlich darunter, Belgien, die Schweiz, Quebec, der Togo, Tunesien, der Libanon, aber auch die Republik Kongo waren mit Stücken und Autoren, Autorinnen auf den Festivals vertreten. In diesem Jahr kommen die Autoren aus Frankreich, Belgien, Quebec. Das sind unsere Schwerpunktländer in diesem Jahr. Und Quebec, kann man sagen, ist
eines der produktivsten frankophonen Ländern, was progressives Schreiben, dramatisches Schreiben anbelangt. Es wird stark gefördert und dementsprechend entstehen da also auch recht außergewöhnliche Texte, die auch eine gewisse Bandbreite abdecken. Am Samstag kann man verschiedenste Sprachen, also in Form von zwei Stücken aus Quebec, kennenlernen. Das ist einmal Die Seen aufbrechen und zum anderen von Steve Gagnon und zum anderen Ein guter Mensch von Fanny Britt, einer Autorin. Zwei Stücke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Steve Gagnon schafft es, Mündlichkeit und Poesie zu verbinden. Das ist manchmal recht rau, aber immer interessant und bildreich. Also im Vergleich zu Fanny Britt, die den Humor an erste Stelle stellt und der Frage nachgeht, was eigentlich ein guter Mensch ist und wie man dahin kommt und ob das in dieser Welt überhaupt noch geht, darauf gibt sie eine Antwort. Vielleicht auch noch ergänzend dazu, wir nennen es Autorenfestival. Das heißt, hier steht ganz eindeutig die Sprache im Vordergrund. Die Sprache wird transportiert durch Lesungen und Werkstattinszenierungen, also eher skizzenhafte Anlagen, flankiert durch ein Bühnenbild, ein unaufwendiges und gegebenenfalls Kostüm und Maske. Aber tatsächlich steht im Vordergrund die Sprache und auch die Unterschiedlichkeit dieser Sprachen, die wir ja im Endeffekt aus einem Idiom nehmen. Also es ist immer die französische Sprache, die wir hören, die mitschwingt, auch in den deutschen Übersetzungen. Aber die Sprachen sind so unterschiedlich, wie man es sich eigentlich wünscht. Ja. So ist es. Und nochmal zurück zu Fabrice Mercure, denn der Saarländische Rundfunk wird am Donnerstag traditionell um 20.04 Uhr mit einem Live-Hörspiel quasi die Veranstaltungstage in der Feuerwache eröffnen, wird einen Text präsentieren, Schwanengesänge. Und das ist wiederum ein Text, der die hohe Musikalität und die Poesie von Mercure nochmal wirklich zum Tragen bringen wird. Das ist ein großes Kriterium der Schreibung, finde ich, von Mercure. Seine Musikalität, sein Gefühl für Rhythmus, für Poesie, für einfache, zarte Bilder, die trotzdem umso abgründiger sind. Das ist sehr, sehr schön. Und Mercure wird anwesend sein. Auch einige andere Autoren sind da. Nicht alle leider, aber einige sind da. Und wenn sie nicht da sind, dann ihre Übersetzer. Natürlich wird das Ganze dann am Samstag wieder mit einem Publikumspreis beschlossen, dieses Festival. Und? Es gibt ein großes Abschlussparty-Fest, wie auch immer, Hank the Tank wird auflegen. Und für diejenigen unter Ihnen, die sich jetzt sehr dafür interessiert haben sollten, was da so alles passiert an den Tagen in Forbach und in Saarbrücken, es gibt einen Festivalpass für, würde mein Sohn jetzt sagen, schlappe 30 Euro kann man also alle Veranstaltungen erleben. Es gibt aber auch Ermäßigungen in diesem Falle, die noch etwas günstiger sind. So ist es. So ist es. Und begleiten Sie uns. Begleiten Sie uns. Wir stoßen jetzt einmal auf. Wir stoßen an auf 10 Jahre Primär. Genau. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Au revoir.